Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Hund. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, um eine Nebenquest zu machen. Denn wir haben ja, das habe ich, kann ich mal kurz zeigen. Ich habe das gemacht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Einfach mal so. Ich wollte mal gucken. Hier haben wir zum Beispiel so ein Ausrufezeichen, so wie hier. Beim Anwesen der Wegelbats und hier. Ich glaube mal, weil es so wenige sind und wir haben eigentlich nur noch Hauptquests zu erledigen. Wenn wir die mal machen. In unserer wunderschönen neuen Rüstung. Der letzten Katzenrüstung. Aber ich wollte ja noch die anderen suchen und ich denke, das werde ich doch nicht machen. Weil das wird eh nicht wirklich Unterschied machen, weil die sind nicht wirklich besser. Vielleicht haben die anderen ein Punkt mehr oder 10 vielleicht. Aber es ist jetzt für mich nicht mehr macht jetzt nicht der Unterschied. Also bleiben wir doch bei der hier, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit mit der gespielt haben. Ja, und dann schauen wir mal. Was ist denn da hinten? Oh, die ganzen Fragezeichen, ey. An allen vorbeigegangen. So, pass mal auf. Ah, ne, wobei das ist eh wahrscheinlich irgendwas zum Tauchen hier, das Fragezeichen. Ich könnte jetzt versuchen, die Fragezeichen theoretisch zu machen, während ich nicht aufnehme. Aber das ist ja irgendwie so, ne? Halte das Angstniveau deines Pferdes im Auge. Gerät es in Panik, wirft es dich ab und geht durch. Irgendwas anderes durch. So, Freunde, da bin ich. Ah, die Rüstung sieht schon cool aus, oder? Richtig gefährlich. Aber bei Blau, ich wäre ja eher für Schwarz, ne? Weil, wie wir alle wissen, ist Schwarz das neue Schwarz. Denke ich. Ach, dich kenne ich. You again? Want some more? Bruises on your ass heal already? On God, I say! Victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow around here. Heed my warning and stand and fight! Na komm. Duly heeded. Now show me what you got. Na gut, immerhin, er hat dazugelernt. Ich glaube, letztes Mal hatte er kein... That enough? Yes, but next time. Na komm, zur Abschreckung. Challenge me again. Raise your hand. Draw your sword. Look at me the wrong way. And I'll kill you. You so sure of that? Yes. We shall see. Boah, es ist so lange her mit dem Typen, ey. Hab ich fast vergessen. Das ist schon crazy, wenn man den nochmal sieht. Da können wir nochmal hier hingehen. Ich denke mal, diese kleinen Ausrufezeichen sind irgendwie so Mini-Aufgaben oder Mini-Quests. Für zwischendurch oder auf dem Weg. Aber ich denke mal, die können wir auch machen. Vor allem, wir haben ja halt eben, ne, wenn man auf die Hand guckt. Wir haben nur noch diese niedrigen Low-Level-Quests, also... Können wir machen. Und ich weiß nicht, ob ich die machen will. Jetzt noch. Also jetzt, wo es so spät ist. Aber na gut. Ich denke mal, ich werde das bis zum nächsten Mal nochmal überdenken und so. Wer weiß, vielleicht kommt da noch was Interessantes. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine interessante Quest ist, die wir halt eben von Anfang an übersehen haben. Oder ignoriert haben. Übersehen, überignoriert. Man weiß es nicht. Ich denke mal, wir bleiben bei bewusst ignoriert. Ich denke, wir brauchen ein Pferd. So, Fritzi, komm her. Wir reiten in die Richtung. Durch die Clubs dieser Stadt. Nee, ich fange jetzt nicht an, dieses komische Lied zu singen. Ich denke aber, wir sind falsch. Jupp, wir sind falsch. Du sagst es, mein Freund.
So, geht ja mit dem Pferd ein bisschen schneller. Zumindest ein bisschen schneller. Dün, 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 dün. Hallo, die Herren. Okay, jetzt muss ich kurz mich orientieren. Okay, geradeaus und dann links. So, die Trevor Hope. Ich denke mal, das Pferd schafft. Komm, du schaffst das. Jawohl. So lob ich's mir. Was? Wie hat die mich genannt? Naja, interessiert mich nicht. Blöde Hure. Ne, Moment, das ist ja gar nicht der Punkt. Ach, scheiße, ey. Voll vergessen, das ist der grüne Punkt. Also der, den ich markiert habe. So. Hallo. What's the problem? My house, something haunts it. It howls, rattles chains, shatters plates. I fear merely being there. Will you see what sort of phantom this is? I'll spare no amount of gold. Okay. Sounds like a white or a puffbow. Fine, I'll tend to it. Thank you ever so much. Come with me. I will show you the way. So, nur wie gerade die gesperrte Stadt. Moment, ich möchte mal kurz hier gucken. Also es ist kein Hexerauftrag auf jeden Fall. Ach, das wäre auf Level 11 gewesen. Na Mensch. Na gut, dann schauen wir mal. Ist auf jeden Fall kein Hexerauftrag. Also ich denke mal nicht, dass da ein Monster sein wird. Okay. Irgendwie hab ich's mir gedacht, ganz ehrlich. Lady. Tricked? I only said my house was haunted. I could not know it was hunters. Mm-hmm. Except the hunters knew exactly who they were waiting for. Reeks of a trap to me. Very well. Perhaps I've not been completely candid. Especially as I've no gold for the reward either. Which does not mean you shall walk away empty-handed. Here, a key to a treasure. There are three in all. Follow the hunters to find the other two. I must flee now. Haftbefehl. Kann ich den mal kurz durchlesen? Haftbefehl, dreimal. Drei Banditen im Gesetz von magischer... im Besitz von magischer Schmuggelware. Die Objekte sind gefährlich, verboten und müssen unverzüglich vernichtet werden. So, einmal Lucy, das ist die, die wir gesehen haben. Fritz und Walter. In der Nähe des schiefen Hases versteckt sich auf der Tempelinsel in der Nähe der Brücke. Finden die anderen, die in der Nachricht erwähnt werden. Und müssen wir mal kurz gucken. Am besten Pferd rufen. Da. So, and go. Ich freue mich ja auch, ob auf den Tafeln, da könnt ihr mir mal erklären, ob das so ist, noch Aufträge sind, also neue Aufträge, weil ich sehe da immer Zettel und die nehme ich auch immer mit. Aber die sind irgendwie so, ne? Es scheint so, als ob die nicht irgendwie aktualisiert werden oder sowas. Also ob das immer die gleichen Zettel sind oder ob die nicht in der Liste, in der Questliste gelistet werden. Was ist mit dem los? Alter, what the fuck? Hui! So, sure. So, come on, hoch hier. Haben wir da wunderschöne Texturen hier. Ein bisschen störend, aber okay. Und auch die Welt liegt gerade irgendwie nicht, oder? Alter, die Texturen hier sind aber echt... Ne? Als wäre ich hier in Gothic 1. Heart removed. Embers where the eyes should be.
Mouth burned with formaldehyde. Familiar sight. And a letter. You sought a servant of the Eternal Fire, yet you were blinded by its flame. Wasn't Nathaniel. Damn it. Okay, ist aber auch nichts, oder? Du siehst mir... Okay, der macht irgendein Hammerzeug. Hämmert. Nicht Hammerzeug. Hier. Many thanks to you, Geralt. Ich des ewigen Feuers. Ich habe das Gefühl, dass du hier drin bist. Vielleicht aber auch nicht. Ah. Ja, ich wette, der ist irgendwo hier. Also dieser Nathaniel kann es ja nicht sein, weil ich erinnere mich irgendwie an Nathaniel getötet zu haben. Entschuldigung, wissen Sie mehr hier? Achso, der schrubbt gerade. Ich dachte schon, ey. Was will der denn jetzt machen? Lol, da geht's immer noch höher. Wenn es schwierig ist, hierher zu kommen. Ist dahin. Lol, ich will das aufnehmen. Na gut, dann halt nicht. Schade, ich dachte, der Richter würde irgendwie hier drin sein oder so. Wir sollen ja anscheinend irgendwie die Gegend durchsuchen, ne? Ich sehe hier nicht viel. Ich meine, ne? Aber hier ist auch noch, das gehört auch noch dazu. Das gehört alles auch noch dazu. Aber hier ist trotzdem nichts. Hey, ist die Alte nicht hier gewesen? Nämlich die ist schon weg. Moment. Wo ist denn der arme Shatter denn hier? Egal. Hier ist auch immer noch nichts. Du! Vielleicht auch nicht. Hier? Auch nicht, ne? Ich habe einen Partner, den da nicht erwähnt werden und suche nach den Schlüsseln. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die... Ich weiß nicht, was gesucht wird gerade. Was ist das denn hier? So, mal rot seine Stammgäste. Ist außerhalb des Missionsgebiets, also denke ich mal, das gehört auch nicht dazu. Es wäre ja hilfreich, wenn ich wüsste, wonach ich suche, genau. Na. Ich glaube, ich hab's gefunden. Long dead. Damn, Hunters got here first. Alles mitnehmen. So, das heißt aber, hier oben kann immer noch was sein. Ich hoffe mal nicht, dass es die alte, die wir gerade gesehen haben. Hier, was ist das denn? Moment. Warum steht da Ausmachen? Ich will damit irgendwas machen. Das will ich untersuchen. Und wie wirkt das gerade nicht? Na gut, wir haben aber immerhin schon einen gefunden hier. Frage ist nur... Hat er irgendwas dabei gehabt, ne? Ich meine, wäre hier irgendwas Nützliches, dann würde es ja rot markiert sein, ne? Das einzig rot markierte ist das hier. Und das kann ich nicht berühren. Moment. Das habe ich hier gar nicht gesehen. Das bringt aber nichts. Oder? Da! Schlüssel. Wonder what this is. Da
Hätte mir aber auch besser markiert werden können, ne? So, den Tresor finden. Wo könnte der Tresor sein? Muss auf jeden Fall hier in der Nähe sein. Und ich denke, muss auch in einem Haus sein. Also. Boah, das ist eine Schnitzeljagd, ey. Wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? Nein. Also zurück zum, was ich ursprünglich sagen wollte. Wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? So, hier kann man irgendwie nicht weit kommen. Traurigerweise. So, mal runter. Mist, Mist, Mist. Ich denke, ich übersehe irgendwas. Ich meine, technisch gesehen könnte. Okay. Was ist hiermit? Abgeschlossen. Hm. Sassy Mysterious. Da können wir nicht hin. Das hier ist auch ein bisschen am Rande dieses Gebiets. Hm. Na gut, ich denke, war wahrscheinlich doch irgendwie hier drin. Aber wo hier? So, der Tresor, zu dem die drei Schlüssel passen. Moment. Also sag mal. LOL. Jetzt erkenne ich, warum das so ist. Okay, ich bin verwirrt. Ich hoffe mal, die haben es auf jeden Fall geschafft. Der Tresor war der Schrank oder so. Oder der Tresor war hinterm Schrank. Na gut, na gut. In dem Fall. Okay. ich denke mal, wir können dann von hier uns verpieseln. Am besten aber zur anderen Nebenquest. Aber immerhin kann man sagen, wir haben in unserem Let's Play alles gemacht, was wir hätten machen können. Und ich will erstmal ganz kurz auf dieses Anschlagbrett gucken. Weil hier sind ja Zettel drauf, ne? Hier sind sogar 6 Zettel drauf. So, wichtig. Lektion über Bekanntmachung des Todes von Joachim Schanz. Das hier, das hier und das hier. Schien mir nicht so, als ob da irgendwelche Hexaufträge wären. Wahrscheinlich sind das einfach keine Quests mehr, sondern einfach irgendwelche Zettel, die man lesen kann. Und die interessieren ja nicht wirklich. Na gut, nee, Markierung will ich nicht. Ich will eher dahin reisen. Hexersöhne sind übermenschlich empfindlich. Wenn Geralt sie fokussiert, findet er Spuren, auf die keine normalen Menschen stoßen würden. So, ich denke mal, hier können wir mal kurz speichern. So. Ach, das war der Scheiß hier. Ich erinnere mich. Den haben wir mal angefangen, aber nicht beendet. Na gut, dann beenden wir ihn jetzt. Another race. Will you ride? Gut. Hau bei. These races. Tell me about them. They run as per Erasmus Vagelbud's dying wish.
He came into his fortune by gambling and remained proud of the fact to the end. Family doesn't mind having a racetrack right by their house? But the house, his fortune, would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. Two competitors, simultaneous start, first to complete a lap around the track, wins. Okay. Like to race again. Excellent. Don't go anywhere. We'll start soon. Your opponent this time, Viscount Romer astride Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. Kein Problem, mein Freund. Mal ich gehne. So, Pferd ist gesattelt. Wir können loslegen. So, wunderschön. Oh, ey, Junge. Erstmal wegräumen, ha? Lol, mein Dingens reitet nicht schnell. Mein Pferd reitet langsam. Ach nee, come on, dieser Bug, ey. Ich muss zum Hauptmenü zurückkehren. Ja. Alter, dieser Bug, ey. So, ich wette mal, dass ich werde mit euch wetten, dass das jetzt behoben ist. The Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Aerodin into a trap. War ich nicht. Uff, jeden Fall. Ja, der Fehler ist wahrscheinlich behoben. Ich meine, ein oder zwei hatten wir den schon und das hat eigentlich immer geholfen. So, lade, lade, lade. Ach, beginnt direkt damit. On three. One, two, three. Off you go. That's it, Roach. So, jetzt geht's tatsächlich. Ja, sieh mal einer an. War also ein Bug. Schöne Strecke. Echt schöne Strecke. Gerade bei dem Sonneneinfall sieht das doch ganz nett aus. Oh ja, das sieht wirklich nett aus. Aber wir haben wenig Zeit für die Umgebung oder darauf zu achten und mehr ein Rennen zu gewinnen. So, gewinnen mal kurz ein bisschen an Distanz, kein Problem. Lohne ich eh ein. Wasser davon ist das Ziel. Dann haben wir gerade einen ganz großen Fehler gemacht. Ne, der muss sich auch ausruhen. So. Gleich noch ein bisschen sparen. So, ausbremsen. Nee. Okay, dankeschön. So, und da ist das Ziel. So, Triumph. The final of the Erasmus Vagelbud Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia. Riding Roach, glory to the victor. Ja, man kann dem Pferd auch mal ein bisschen Respekt zollen, ne? Congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? Na komm. Wanna try again? Gained an appetite, have we? Your opponent this time, Luke Vagelbud. Young Lord Albert's cousin, atop succubus. He's the black sheep of the family, but he's not lost a race yet, so he's seen as something of a local champion. Ja. Auch die Champs verlieren einmal, ne? Hey, das ist die Strecke, mein Freund. Weg hier.
Na gut. Tja, das wird seine erste Niederlage, befürchte ich. Oh, hey, nicht nach rechts. Hey, 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 hey. Okay, war jetzt ziemlich scheiße. Kein Wunder, dass er jedes Rennen gewinnt. Der spielt mit schwarzer Magie. Hey, what the fuck? Okay, die Schrecke ist diesmal anders, oder? Okay, irgendwie hat das Pferd gerade nicht Bock, meinem Weg zu folgen. Und außerdem muss es sich mal ausruhen. Dringend? Ja, ja, ja. Nee, 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 du kommst hier nicht vorbei. Okay, vielleicht doch. Aber wir reiten langsam parallel, ja? Cool, alles cool. Okay, nee, 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 jetzt nicht mehr. So. Ich denke mal, das Wort jetzt mit dem... Das Ziel jetzt. Ich glaube, die Strecke ist ein bisschen länger geworden, aber ich denke mal, das ist auch das letzte Rennen. Ich meine, wenn wir schon gegen den unbesiegten Champion spielen, dann reiten meine ich, dann sollte es doch euch das letzte Rennen sein. Okay, warum ist er so weit weg? Ich glaube, der hängt irgendwo fest. Egal, Gas geben. Hear ye, hear ye. The final of the Erasmus Bagelbad Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory to the victor. Oh yeah. Fantastic race. Congratulations. A grand victory. So. Ich denke mal, Quest abgeschlossen, ha? Huh? So. Jerry zieht von dann. Geralt of Rivia. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. And here. Brought you an invitation from the boss. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Okay, wenn du den Brief, den du erhalten hast. So, von Carlos Varez. Ich habe von deinem Sieg bei Wegebot-Rennen gehört. Solche Talente darf man nicht verschwenden. Es muss sogar entwickelt werden. Und um das zu gewährleisten, muss es großzügig belohnt werden. Wenn du an der Entwicklung oder an der Belohnung interessiert bist, komm mich in meinem üblichen Hauptquartier besuchen, Varez. Ich bin durchaus interessiert. Das kann ich nicht leugnen. Also schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Ja, interessant, interessant. Vielleicht kriegen wir jetzt noch irgendwie so eine Quest für eine Untergrund-Rennliga. In dem Fall lohnt es sich vielleicht doch noch, die ganzen Quests zu machen. So, hier sollen wir hin. So, ich frage mich, ob wir irgendwie noch unseren Grind-Kartensatz vervollständigen können, weil wir haben doch gefühlt alle Karten. Ich glaube, ich muss mal im Internet gucken, ob wir noch irgendwo andere Karten finden können. Technisch gesehen, weil ich meine, wir haben doch alle ganz geilen Karten.